So, liebes Internetpublikum, ich möchte ein Video machen über Konrad Adenauer. Anlass dafür ist, dass ich einen Text von Heinrich Böll über Konrad Adenauer gefunden habe, den ich dann gleich vorlesen möchte. Ich möchte nur einige Vorbemerkungen machen. Konrad Adenauer ist meines Erachtens eine Unheilsgestalt der deutschen Geschichte. Der war schon im Jahr 1918 bis 1920 gehörte er zu den Separatisten. Die Separatisten galten in Deutschland als, die hatten ein ganz, ganz schlechtes Ansehen. Konrad Adenauer, ja, und Konrad Adenauer, das ist aber eine mythische Figur fast geworden, also die Gründungsfigur der Bundesrepublik Deutschland. Das wird gleich der Heinrich Böll charakterisiert, das ist ja ganz, ganz gut. Ich habe an der Freien Universität Berlin studiert, Anfang der 90er Jahre, und habe da in den Vorlesungen gesessen von Henning Köhler. Über Konrad Adenauer hat er Vorlesungen gehalten, der Professor Henning Köhler. Damals war er, glaube ich, noch nicht habilitiert. Ich glaube, das war seine Habilitation. Nämlich, er hat damals an einer umfangreichen, dicken Biografie, kritischen Biografie über Konrad Adenauer gearbeitet. Und seine Vorlesungen haben mir immer super gefallen. Weil das war so ein richtig, der war noch sehr jung damals, der Henning Köhler, und er hat sich immer so ein bisschen lustig gemacht über diese mythische Gestalt Konrad Adenauer. Man hat immer so das Gefühl, das wird eine richtig fette kritische Biografie, die er da, an der er da schreibt, weil er immer so hinter die Kulissen geblickt hat und hinter die oft sehr niedrigen Motive der Politik von Konrad Adenauer. So kam es mir damals vor. Ich hab Vorlesungsmitschriften, die müsste ich mir nochmal gründlich daraufhin anschauen. Ich war da sehr oft drin in den Vorlesungen und die haben mir sehr gut gefallen. Als ich dann aber, später ist dann die Biografie erschienen von Henning Köhler, und als ich in diese Biografie reingeschaut habe, wirklich ein dicker Wälzer, da habe ich nichts mehr von dieser sehr kritischen Stimmung und dieser sehr, wie soll ich sagen, ein bisschen lächelnd, belächelnd, sozusagen durchschauende Tonfall, den er in seinen Vorlesungen hatte von Henning Köhler, habe ich in der Biografie alles nicht gefunden. Ich glaube, ich fand, das ist einfach nur eine trockene Biografie und auch gar nicht mal, naja, weiß ich nicht, ich habe die nie richtig sehr gründlich gelesen, aber ich fand die gar nicht so toll wie seine Vorlesungen. So, das erstmal nur grundsätzlich. Dann habe ich mir natürlich zur Vorbereitung auf dieses Video noch ein bisschen, habe ich mal kurz noch mal in den Wikipedia-Artikel reingeschaut, und da ist mir wieder so ein paar Sachen klar geworden. Ich habe mich sehr viel beschäftigt mit der Rentenreform von Konrad Adenauer, und ich glaube, dass das das wesentlichste Thema seiner ganzen Regierungszeit gewesen ist. Es gab damals, es ist auch im Wikipedia-Artikel erwähnt, es gab damals den Sozialreformer Gerhard Mackenroth. Das ist einer der bedeutendsten Sozialwissenschaftler und Sozialpolitiker des 20. Jahrhunderts in Deutschland gewesen. Gerhard Mackenroth, Bevölkerungswissenschaftler, von dem stammt zum Beispiel der Begriff Bevölkerungsweise. Das ist ein Begriff, den man heute im Englischen heißt das Demographic Regime. Also die Art, also Bevölkerungsweise ist die Art, aufgrund derer eine Bevölkerung eine bestimmte Zahl von Kindern hervorbringt. Ne? Denn die Zahl von Kindern ist der grundlegendste Determinator für eine Bevölkerung. Das gilt auch in der Wirtschaftswissenschaft. Demografie ist einer der grundlegendsten Dinge, die für die wirtschaftliche Entwicklung wichtig sind. Und das hat Gerhard Mackenroth grundlegender erforscht als meines Erachtens die meisten anderen Wissenschaftler. Aber gleichzeitig hat es auch, sind seine sozialpolitischen Vorschläge, der stand auch übrigens mit dem Ehepaar, also mit der Sozialdemokratie in Schweden. Damals gab es ja auch in Schweden sehr, sehr, sehr fortschrittliche sozialpolitische Ansätze. Ach, ich habe jetzt gerade das steht, kann man auf Wikipedia nachlesen, bei Gerhard Mackenroth. Also der, das, ja, ist, ich habe ganz viele Artikel geschrieben über Gerhard Mackenroth, die kann ich in die Videobeschreibung da noch reinschreiben, weil ich mich irgendwann auf den gestoßen bin und ich fand den sehr, sehr klasse. Also zum Beispiel in der historischen Demografie, da bin ich nämlich auf ihn gestoßen. Historische Demografie, die beschreibt, aufgrund welcher Umstände welche Demografie innerhalb einer geschichtlichen Epoche zustande kommt. Da gilt der Gerhard Mackenroth als ein sehr angesehener Mann, aber sonst hört man von dem gar nicht so viel. Jedenfalls, Gerhard Mackenroth hat damals die Vorschläge zur Rentenreform von Konrad Adenauer gemacht, aber
Das war ein zweiflügeliger Vorschlag. Ja? Er hat einerseits eine Rentenreform vorgeschlagen und andererseits einen Familienlastenausgleich. Das ist alles, habe ich mir alles damals sehr stark erarbeitet. Das ist alles nicht im öffentlichen Bewusstsein drin und steht auch auf Wikipedia nicht drauf. Das steht ganz falsch auf Wikipedia. So, die Rentenreform, für die ist Konrad Adenauer bis heute vielleicht eine der tollsten Leistungen seiner Regierungszeit, wo ich will gar nicht dann Gesamturteil darüber füllen, aber das ist vielleicht wirklich eine Sache, die gut war, seine Rentenreform. Allerdings war das eine halbe Sache, eine total halbe Sache und bis heute ist es eine halbe Sache geblieben, denn Gerhard Mackenroth hatte gleichzeitig einen Familienlastenausgleich vorgeschlagen und der so hätte auch gesetzlich umgesetzt werden können und darauf warten wir bis heute. Auf diesen Familienlastenausgleich. 1994 ist sogar von den damaligen Im vierten Familienbericht der Bundesrepublik Deutschland ist dieser Familienlastenausgleich der Sache nach erneut gefordert worden, warten wir weiter drauf. Ja. Und das ist die schwerste Schuld, die ich Konrad Adenauer anlaste, dass dieser Familienlastenausgleich von ihm nicht eingeführt wurde und von allen Nachfolgeregierungen in der Bundesrepublik Deutschland bis heute nicht. Weil das ein wesentlicher Beitrag gewesen wäre, um die Demografie in Deutschland zu stabilisieren. Denn wir alle, die sich damit beschäftigen, wissen, dass die Familien finanziell in Deutschland massiv benachteiligt sind und dass Menschen, die keine Kinder haben, auf Kosten der Familien leben. Die Familien erwirtschaften, also die Familien bringen jene Leistungsträger in unserer Gesellschaft hervor, die später die Renten für uns alle bezahlen. Allerdings haben diejenigen, die Kinder haben, sehr viel mehr dazu beigetragen, dass diese Leistungsträger heranwachsen als die Kinderlosen oder die Kinderarmen. Also die Kinderreichen haben mehr dazu beigetragen als die Kinderarmen. Naja, das ist ein Riesenthema, worüber ich eigentlich noch nie ein Video gemacht habe. Und deshalb muss es einen Familienlastenausgleich geben, damit die Familien nicht benachteiligt sind, noch zusätzlich benachteiligt sind, obwohl sie mehr leisten für die spätere Renten, für die Sicherung unserer Renten. Und das ist ja heute längst bekannt, dass es mit der Rente ein riesengroßes Problem gibt. Gut, das fing damals an mit den Renten. So, ich will da nur kurz darauf hinweisen, das ist, glaube ich, die. So, und da hat der Konrad Adenauer das berühmte Wort gesagt, was hier auch im Wikipedia-Artikel steht: Kinder kriegen die Leute von alleine. Und das ist in Wikipedia falsch dargestellt. Das hat er nicht gesagt, um Kritik an seiner Rentenreform zurückzuweisen, sondern es ging darum, den zweiten Teil dieser Reformen, dieser Sozialreform, nämlich den Familienlastenausgleich, nicht umzusetzen. Denn das hätte nämlich sehr stark einen Anreiz, also es hätte zumindest es gibt sehr viele Umfragen, woran erkennbar ist, dass Menschen, die Kinder haben, wissen, wie viel Kinder kosten und dass deshalb einer der Hauptgründe, weshalb sie keine weiteren Kinder kriegen, finanzieller Art sind. So, und diese finanzielle Benachteiligung, die hätte man durch diesen Familienlastenausgleich schon damals vollkommen ausräumen müssen. Und das ist nicht passiert und der Konrad Adenauer hat da so lapidar gesagt, Kinder kriegen doch die Leute von alleine, müssen wir uns gar nicht drum kümmern. Naja, das sehen wir ja, was bis heute passiert ist. Also das ist die Hauptschuld von Konrad Adenauer, meines Erachtens. Dann ist natürlich die andere große Vorwurf, den auch damals Henning Köhler immer wieder ins Feld gebracht hat, dass nämlich Konrad Adenauer aufgrund seiner katholischen, stockkatholischen Einstellung gar nicht an der Wiedervereinigung interessiert gewesen wäre. Ein unglaublich schwerer Vorwurf, der aber auch schon zu seinen Zeitgenossen hervorgehoben wurde, was aber eigentlich niemanden interessiert. Also das lese ich jetzt mal nicht vor mit der Mackenroth-Sache hier, aber dann kommt hier Adenauer und die katholische Kirche auf Wikipedia. Ne? Da Adenauer bekennender und praktizierender Katholik war, argwöhnten viele Zeitgenossen, seine Politik sei von der Kirche beeinflusst. Naja, wer denkt denn sowas? Ne? Also, soweit es um weltanschauliche Dinge ging, bemühte er sich, Ansichten zu vertreten, die von Gläubigen beider Konfessionen unterstützt wurden. Das machen die Christkatholiken ja immer. Das ist ja nichts Besonderes. Also, es ist alles sehr, sehr, sehr blöd hier auf Wikipedia behandelt, nicht wirklich kritisch. Und da sieht man wieder, also gerade zum Beispiel diese großen Politiker der Bundesrepublik, auch Franz Josef Strauß, alle von der CDU, CSU, die werden auf Wikipedia nicht kritisch dargestellt. Also das ist keine echte Kritik. Dennoch wurde ihm oft unterstellt, er habe die Wiedervereinigung nicht gewollt, um eine protestantische Wählermehrheit oder eine der Sozialdemokraten zu verhindern.
Er hatte schon 1946 vor dem Zonenausschuss der CDU davor gewarnt, dass bei politischer und wirtschaftlicher Gleichstellung der sowjetisch besetzten Zone die Sozialdemokraten bei Wahlen die Mehrheit bekämen. Also Konrad Adenauer ist letztlich derjenige, der die Wiedervereinigung zu seiner Regierungszeit verhindert hat. Das wäre nämlich damals möglich gewesen. Deutschland hätte neutral werden können. Der Stalin war dazu, so viel ich das mitgekriegt habe, bereit. Und Konrad Adenauer ist auf die Angebote nicht eingegangen. Eine zweite sehr, sehr schwere Schuld von Konrad Adenauer. Und als ich jetzt diesen Text von Heinrich Böll gelesen habe über Konrad Adenauer, da ist mir erst klar geworden, ja, Konrad Adenauer ist eigentlich ein Produkt von Josef Stalin. Ja. Also wenn es diese Bedrohung durch den Stalinismus nicht gegeben hätte, durch den Kommunismus. Ja. Die Deutschen hatten so schwere Erfahrungen mit dem Kommunismus gemacht und mit der Sowjetarmee. Ja. Der Russe stand vor der Tür. So, wenn es den Stalin nicht gegeben hätte, wäre Adenauer in der Form überhaupt nicht möglich gewesen. Also letztlich ist Adenauer ein Kind Stalins. Das muss man sich einfach klar machen. Und Stalin hin wiederum, das habe ich in meiner Magisterarbeit klar herausgearbeitet, Stalin, die Vorherrschaft Stalins in Mitteleuropa, dass die Rote Armee bis an die Elbe kommt, das war von den Westmächten gewollt. Die Westmächte haben schon 1941 gesagt, die Sowjetunion soll bis an die Elbe kommen. Und Europa soll geteilt werden an der Elbe. Da wäre es, wie kommt ein demokratischer Politiker auf sowas? Ja? Das kann man sich mal sehr gründlich überlegen. Wie kann ein demokratischer Politiker, und auch lange bevor der Holocaust überhaupt irgendeine Rolle gespielt hat, ja? Also bevor das überhaupt bekannt, ne, der hat noch gar nicht stattgefunden zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt haben schon wesentliche, also im Foreign Office in Großbritannien, Eduard Benesch, die tschechoslowakische Exilpolitiker, viele, habe ich in meiner Magisterarbeit zusammengetragen, die haben erwartet oder sozusagen prognostiziert und sozusagen befürwortet, dass Stalin bis zur Elbe kommt. Ja. Churchill hat lange nach dem Krieg, ja, sind alles diese Marionetten, ja. Churchill hat lange Zeit nach dem Krieg immer gesagt, ja, er hätte sich ja für eine zweite Front auf dem Balkan eingesetzt, damit eben Stalin nicht nach Osteuropa kommt. Ja, die Dokumente sagen was völlig anderes. Also das Foreign Office hat eine völlig andere Politik gemacht. Das Foreign Office hat den Russen vorgeschlagen, die Besatzungszonengrenzen in Deutschland an der Elbe zu ziehen. Das ist ein Vorschlag der Westmächte an die Sowjetunion. Das ist erst lange nach dem Krieg bekannt geworden. Ich glaube, erst in den 70er Jahren sind da die ersten Dokumente rausgekommen. Denn bis dahin hatte man immer gedacht, das wäre in Jalta festgelegt worden, also erst 1945. Dann hieß es, es ist in Casablanca und so weiter. Also das sind alles die Inhalte meiner Magisterarbeit. Die sollten sich viele Leute mal wirklich ein bisschen gründlicher anschauen. Dann lernen sie sehr, sehr viel über das, was Zweiter Weltkrieg war. Ne? Zweiter Weltkrieg war, die Westmächte benutzen Stalin, um Deutschland auf dem Boden zu zertrampeln. Denn das Argument war, wenn die Amerikaner Deutschland wenn die Amerikaner in Ostpreußen einmarschiert wären, ne, oder die Ostteile von Deutschland auch besetzt hätten, dann hätte man ja nie diese Vertreibung machen können. Also die Vertreibungsverbrechen, da gibt es auch den Alfred de Chaya, den Historiker, den amerikanischen Historiker, der das schon in den 70er Jahren auch publik gemacht hat, die Westalliierten haben diese Vertreibungsverbrechen zu verschulden. Und zwar, das ist Anlass des Historikerstreites von 1985 gewesen, ohne vom Holocaust zu wissen. Also diese Verbrechen, das sind alles Kriegsverbrechen gewesen, an denen die Westalliierten schuld waren, demokratische Politiker, diese Verbrechen sind geplant worden, nicht in Reaktion auf deutsche Kriegsverbrechen, auf Holocaust oder sowas. Ja, das ist im Historikerstreit Thema gewesen. Dann hat Jürgen Habermas und seine Clique, die haben mit Einschüchterung und massiven Maßnahmen die deutschen Historiker zum Schweigen gebracht. Der Historiker Immanuel Geiss hat das damals gebrandmarkt und manche anderen, ja, auch in Tübingen kenne ich Historiker, die da in der Vorlesung was dagegen gesagt haben. Das kam ihnen fast wie Stalinismus vor, dass die Historiker alle zur Stellungnahme aufgefordert wurden gegen die Geschichtsrevisionisten damals, ne, Ernst Nolte, Klaus Hildebrand und Michael Stürmer und so weiter. Das war ein heftiger Historikerstreit. Und wer hat gesiegt? Ja, welche Meinung hat sich durchgesetzt langfristig? Müssen wir nicht lange fragen. Heute redet über das, was ich jetzt hier gerade gesagt habe. Ja, wer redet darüber? Interessiert doch niemanden. So, aber das war ja, wie bin ich darauf gekommen? Naja, Konrad Adenauer ist ein Kind Stalins. Ja, und alle waren zufrieden damit. Ja, so,
Genau. Und über Konrad Adenauer kann man natürlich noch unglaublich viel sagen. Und ich glaube, der Henning Köhler, der weiß so viel über diesen Konrad Adenauer, was ich in der Vorlesung, glaube ich, unglaublich spannend fand. Aber dann während, also in seinem Buch habe ich das, ist das irgendwie alles verklausuliert und es ist viel zu viel Material da drin verarbeitet, als dass man das auf den Punkt gebracht, alles finden würde, was Henning Köhler in seiner Vorlesung so zum Ausdruck gebracht hat, was ich zumindest damals so sehr erfreulich, dass das mal so kritisch hinterfragt wird, was Konrad Adenauer eigentlich für eine Rolle in der deutschen Geschichte gespielt hat. So, aber jetzt finde ich wieder mein schönes Lesebuch hier, Heinrich Böll. Ich bin noch nicht durch. Ich muss sagen, es gibt doch mehr Texte, die ich sehr lesenswert finde, als den einen über Tacitus, den ich das letzte Mal vorgelesen habe. Und eben da habe ich jetzt auch, also zum Beispiel gibt es hier auch einen Text über Köln, Heimat und keine, wo er, der ist auch, den könnte, würde ich am liebsten auch gleich vorlesen, ja, wo er nämlich über die Zerstörung Kölns im Zweiten Weltkrieg, Heinrich Böll, ganz klare Urteile hat. Er ist ja Kölner, ne, und ihm wurde durch die Zerstörung Kölns seine Heimat zerstört. Ihm wurde die Heimat zweimal zerstört. Er ist erst durch die Zerstörung Kölns, durch die alliierten Bomber. Dann ist er 1945 in die zerstörte Stadt Köln zurückgekommen. Dann hat er sich in den Ruinen eingelebt gehabt. Und dann ist ja Köln neu aufgebaut worden. Das war eine zweite Zerstörung. Es gibt zwei Köln, das Vorkriegsköln und das zerstörte Köln. Und beides gibt es nicht mehr zu der Zeit, als er den Text geschrieben hat. Und ja, also da wird einem auch so klar, ja, das ist eine Generation, die hat verdammt viel erlebt und auch als Sozialdemokrat ist man nicht einfach so über diese Sachen so oberflächlich hinweggegangen, wie heute das weithin in der gesamten politischen Klasse gemacht wird, ja, so fast ignorierend, ja. Das sind geschichtliche Erfahrungen, die waren tief in den Menschen drin und haben die auch geprägt. Und deswegen konnte man auch ein bisschen kritischer damals noch gegenüber Konrad Adenauer sein. So, jetzt lese ich diesen Text hier vor. Und da muss ich noch was sagen. Ich habe irgendwann mal, wie jedem Historiker, sind mir die Erinnerungen von Konrad Adenauer in die Hand bekannt gekommen. Ne, die Erinnerung, denkt man sich, ah, dieser wichtige Politiker hat Erinnerungen geschrieben. Ha, habe ich mir so natürlich sofort gekauft. Weiß nicht, das war antiquarisch zu haben für 2, 3 Euro. Vielleicht war es auch umsonst, ich weiß nicht. Ich habe ja viele Bücher so immer nur günstig gekauft. Früher standen die großen Büchertische vor der Universität immer, da konnte man immer ganz viel einkaufen. So, jedenfalls irgendwo habe ich das aufgegabelt und dann habe ich das, ich habe das seither zu Hause liegen, ich habe das niemals richtig lesen können. Ich habe da angefangen zu lesen, interessiert mich nicht, ist langweilig, blöd geschrieben. Und ich habe es bis heute nicht verstanden, warum ich das nicht lesen kann. Und zum Glück gibt es Heinrich Böll. Und jetzt kann ich eben alle Leute, die damit ein Problem haben, diese blöden, bescheuerten Erinnerungen von Konrad Adenauer zu lesen, kann ich jetzt alle auf Heinrich Böll verweisen, denn der Heinrich Böll hatte das gleiche Problem. Und das ist das Schöne, was mir an diesem Text hier gefällt. Und jetzt bin ich eigentlich sozusagen, ich wusste einfach nicht, warum ich diese Erinnerungen so wenig anspreche, dass ich sie noch nicht mal mehr lesen kann. Aber Heinrich Böll sagt mir jetzt die Antwort dazu. Ja, die Überschrift stimmt nicht, die ist nicht, ist egal, die Überschrift ist nicht so wichtig. Also auf Seite 304, ne? Da hat er, also es ist eine Besprechung des ersten Bandes der Lebenserinnerungen von Konrad Adenauer. Und zwar über die Zeit von 1945 bis 1953. Sich zu erinnern ist eine Kunst, schreiben eine andere. Treffen beide Künste in einem Autor aufeinander, so begibt sich einer auf die Suche nach der verlorenen Zeit. Weiß gar nicht, wer hat denn das Buch geschrieben? Erhebt sich zu nächtlicher Stunde aus dem geliebten Bett, wirft sich in eine Droschke, weckt Herzoginnen auf, um sich zu vergewissern, wer welches Kleid an jenem Nachmittag vor 25 Jahren gegen 4 Uhr getragen habe. Was sich der Böll bei dieser Einladung gedacht hat, kann ich euch nicht sagen, aber hat doch was. So. Von dieser Art ist Konrad Adenauer nicht. Ihn plagt nicht der Dämon Erinnerung. Ihn plagen nicht die Dämonen der Genauigkeit. Er hat nach 1945 keine Zeit verloren. So sucht er sie nicht. Es war seine Stunde. Er hat die Zeit gewonnen, sie zu seiner gemacht. Er hat unsere Zeit in seine Hand genommen. Seit 1945 war er immer vor, mit, an, in, über und auf der Zeit. Sie war ihm günstig, er hat die Epoche geprägt. Und so leben wir alle nicht in unserer, wir leben in seiner Zeit, in der Adenauerzeit.
Vielleicht wäre damit das meiste bundesdeutsche Unbehagen zu erklären, das des Herrn Bundeskanzlers Erhard sowohl wie des allerletzten unbekannten Intellektuellen. Die Bundesrepublik und ihre Macht, die jetzt als arg zerfledderte Leiche auf der Straße liegt, 1965 ist das geschrieben, weiß nicht, was er sich dabei jetzt wieder gedacht hat, ist ganz auf Adenauer zugeschnitten. Es wird viel Mühe kosten, sie für andere passend zu machen. Na ja, so viel Mühe war's. Das passt auch für eine Angela Merkel und für einen Helmut Schmidt. Ach, das ist überhaupt keine Mühe. Aber gut, herauszufinden, wie es zu dieser Misere hat kommen können. Dazu ist Konrad Adenauers Erstling für den historischen Laien gar keine so schlechte Quelle. Ich bezweifle nur, dass viele Käufer des Buches des Rezensenten freiwillige Mühsal, es ganz zu lesen, auf sich nehmen werden. Oh, und da fängt man dann an aufzuatmen. Ach, der hat ein Gefühl für die Leser, die dieses Buch lesen wollen und denken, da kommt irgendwas Großes. Ja, ich habe Bismarcks Erinnerungen gelesen, von vorne bis hinten. Das ist Saft und Kraft, das ist Literatur, das ist Weltliteratur. Ja, das war ein großer Politiker. Konrad Adenauer nicht. Und das wird hier von Heinrich Böll ganz klar herausgearbeitet. Das Buch ist nicht spannend. Gut ein Drittel, vielleicht die Hälfte hätte gestrichen werden müssen. Es ist sinnlos. Konferenzergebnisse, Protokolle etc. mit unendlich vielen habe, werde, sei etc. strohtrocken zu referieren. Wenn in einem angekündigten Dokumentenband unmittelbar Einblick in die Protokolle geboten werden soll, da hätte ein energischer Lektor mit Schere und rotem Tintenkuli drüber gemusst. Konrad Adenauer sind die Denkmäler sicher. Warum musste er, dessen Stärke eine gewisse kölsche Mundfertigkeit ist, so wie bei Franz Josef Strauß, ja, einfach nur eine freche Schnauze. Mehr haben die nicht drauf gehabt. Niemals. Nix. Das arbeitet er hier raus. Ja, eine gewisse kölsche Mundfertigkeit ist, sich aufs Schreiben verlegen. Warum musste er das überhaupt? Warum musste ein so unpoetischer Politiker, der sich in einem Staat, in einer ganzen Epoche ausdrücken konnte, auch noch versuchen, sich in Sprache auszudrücken? Er hat keine guten Berater gehabt, wenn er überhaupt außer Herrn Globke je Berater gehabt hat. Und der Herr Globke hat keinen. Der hätte in Jerusalem genauso wie Adolf Eichmann vor das Gericht gestellt werden können. Das hat ja jetzt gerade ein neues Video von der Frau sonst wieder, ne? Blaustern und Pimpel, ne? Der Mossad wusste, der Globke hätte genauso nach Jerusalem geholt werden können. Der Mossad hat aber den Herrn Globke unglaublich geschont. Und da ist noch ganz viel anderes passiert, was ich jetzt aber gar nicht. So, ist auch Adenauer Zeit. Na klar, der Eichmann-Prozess in Jerusalem. Wo es eben, der Eichmann-Prozess in Jerusalem, das hat jetzt diese Journalistin da aus, die Deutsche, die ich sehr schätze, sehr klar rausgearbeitet. Der Eichmann-Prozess in Jerusalem zeigt auf, dass die israelische Regierung überhaupt nicht an der Aufarbeitung der Geschichte interessiert war. Die wollte gar nicht wissen, wie es jetzt eigentlich war. Es ging nur um Diskreditierung. Es ging nur um Diskreditierung. Es ging nur sozusagen, jemanden auf vor Gericht zu stellen und dann zu erhängen. Also sozusagen eine neue Welle der Vergangenheitsbewältigung in Gang zu setzen. Das war ja die erste Welle damals, ne? Das ging los 1959 mit den Hakenkreuzschmierereien. Das ist eine konzertierte Aktion und durchgeplant von dort bis hinten. Ja? Also da ging mit Hakenkreuzschmierereien in Köln, wo es viele Historiker inzwischen sagen, das war der sowjetische Geheimdienst, der die gemacht hat. Und dann ging das los, ja. Ja. Vergangenheitsbewältigung. So, das war nicht ehrlich. Ich meine, man kann ja Vergangenheit bewältigen, aber es geht aus allen Dokumenten, die diese Historikerin da in YouTube vorlegt, geht ganz klar hervor, dass das nicht ehrlich, dass da überhaupt kein ehrlicher Anspruch damit verbunden war. Naja, so, das ist nur ganz am Rande. So, jetzt geht's weiter. Und ja, das ist der Globke, ne, der da seine Strippen gezogen hat. Wer, also das ist der engste Berater, galt als engster Berater von Konrad Adenauer. Und der Globke hat im Dritten Reich eine Rolle gespielt bei der Judengesetzgebung und auch bei der Deportation, weiß ich jetzt nicht. Aber der hat eine wichtige Rolle gespielt. Und das ist vertuscht worden, wie ganz viele Menschen im bundesdeutschen Staatsapparat im Dritten Reich wichtige Rollen gespielt haben, was niemals da gab es eine kalte Amnestie, habe ich wahnsinnig viele Blogartikel drüber geschrieben. Das ist bewusst alles vertuscht worden. Und der Mossad hat überhaupt nichts dagegen gehabt. Der hat nichts dagegen gehabt.
Und da muss man sich fragen, wie kann es sein, dass der Mossad da nichts dagegen hat, dass so viele führende Staatsbeamte des Dritten Reiches, die mit der Judenverfolgung zu tun hatten, dass die einfach weiterarbeiten. Dann kann man ja fast fragen, also das ist meine Frage dabei, jetzt komme ich in, ne, in seichtes Gewässer, kann man ja fast fragen, ja, waren denn die Gruppierungen, die den Mossad getragen haben, waren die denn auch mit der Arbeit dieser Leute schon vor 1945 zufrieden? Haben sie da überhaupt nichts dagegen gehabt? Also irgendwie klingt das für mich so durch. Ne? Der Leiter des BND in Deutschland, der Gründer des BND, wie heißt er? Ach, bin mit Namen jetzt gerade nicht so drauf. Gut, der Gehlen, ne? Der Herr Gehlen hat in der Abwehr Ost die Feindaufklärung an der Ostfront gemacht. 4 Jahre lang hat er Adolf Hitler darüber beraten, wo die feindlichen gegnerischen, wo mit feindlichen Angriffen zu rechnen ist. Und dann hilft er dem israelischen Geheimdienst Mossad nach 1945, ne, bei der Aufklärung dieser ganzen Geschichten, die im Dritten Reich passiert sind. Also das ist Elitenkontinuität, habe ich das auf meinem Blog genannt. Ne? Elitenkontinuität. Die gleichen Eliten, die vor 1933 an der Macht waren, die waren nach 1933 zu großen Teilen an der Macht, die sind an der Macht geblieben und nach 1945 auch wieder. Ja, das habe ich an vielen Personen, kann man das festmachen. Insbesondere an der Person von Werner Best. An der ist mir das besonders klar geworden. Ne? Werner Best hat nämlich die SS, die Einsatzkommandos aufgestellt. Der hat die Einsatzkommandos aufgestellt von der SS, die dann die Judenerschießungen in Russland gemacht haben. Der ist niemals in Deutschland verurteilt worden dafür. Niemals. Der hat bis 1989 in Deutschland gelebt. Es kam nie zu einem Gerichtsprozess, es kam nie zu einem Prozess gegen das Sicherheitshauptamt in Berlin. Das interessiert eigentlich gar niemand. Ne? Und dabei ist das so, sind das so schwerwiegende Dinge. Also es gab niemals eine ehrliche Vergangenheitsbewältigung, es gab immer nur eine propagandistische Vergangenheitsbewältigung, die das sehr plakativ gemacht hat. Und dann wundert ihr euch, dass euch niemand mehr was glaubt. Wenn man das alles zur Kenntnis nimmt, dass es überhaupt kein echtes Erkenntnisinteresse nach 45 gegeben hat, aber ein Interesse zu diskreditieren, und das soll dann irgendwie glaubwürdig heute noch für die Menschen sein. Das habe ich genau in meiner Magisterarbeit, ist das Gleiche. Ja, das waren alles propagandistische Behauptungen, die, also die haben bis in die 70er Jahre hinein, die Menschen haben in einer Welt gelebt, da haben sie die Geschichte, die Zeit von 1939 bis 1945 auf eine Weise wahrgenommen, wie sie nicht war. Ja, der Churchill hat behauptet, er wollte eine zweite Front am Balkan. War nie gewollt, das war niemals ernsthaft gewollt. Ja, aber ne, so konnte er dann eben sozusagen den Kalten Krieg mit dabei auch noch wieder mit dabei sein, dass er dann plötzlich sich um 180 Grad gedreht hat. Plötzlich war Stalin sein bester Freund, plötzlich war er sein schlimmster Feind. Ja. Also was mit den Völkern an blödem Zeug gemacht wird und wurde, ja, das ist doch, geht auf keine Kuhhaut. Aber hier bei dem Konrad Adenauer kriegt man das ja mal menschlich ein bisschen übermittelt, was das für Figuren eigentlich sind. Völlig nichtssagende Figuren. Wenn der einen Stift in die Hand nimmt und seine Erinnerung aufschreibt, das ist nichtssagend. Wer wird das vorliegende Buch wirklich lesen? Ich hoffe, nicht nur die Historiker, denen sich ein paar Haare sträuben mögen, sondern mir als historischem Laien fallen die Lücken auf, die hier beängstigend hurtig übersprungen worden sind. Ich will das jetzt gar nicht aufzählen. Ich weiß nicht, was sonst noch übersprungen worden ist. Mögen die Archive sich öffnen, das ist alles gar nicht so wichtig. Ich hoffe, auch Philologen und Philosophen, vor allem aber Hirten und Oberhirten aller Konfessionen, werden sich spornstreichs zu diesen Quellen begeben in den Archiven, ne, wenn die geöffnet sind. Ja, so wie Henning Köhler, der hat die Archive durchwühlt. So, was ist bei rausgekommen? Also auf Wikipedia ist das nicht wiederzufinden, dieser ganze Geist, den ich bei Henning Köhler in der Vorlesung erlebt habe. Das finde ich auf Wikipedia gar nicht. So, um unmittelbar zu schmecken, welche Sprache, wes Geisteskind der ist, den zu wählen, wieder und wieder zu wählen, sie uns so eifrig aufgefordert haben. Wer weiß, ob nicht Heinrich Böll, wenn eine Angela Merkel die Erinnerung schreibt, obwohl er da nicht genau das Gleiche schreiben könnte. Geht mir gerade so durch den Kopf. Entschuldigung. Will ja hier keine Staatsbeleidigung machen. Ich weiß nicht, ob die Hirten und Oberhirten der verschiedenen Konfessionen noch an ethischen Fragen interessiert sind. Und jetzt
wird so, so spannend, weil dann man plötzlich merkt, Heinrich Böll ist eine ganz andere Generation. Was hat der denn, in was für Kategorien hat er denn gedacht? Ich hab gegenüber Bloggerkollegen habe ich die Frage der Ethik aufgeworfen, ja, dass Ethik wichtig ist. Dafür haben wir überhaupt kein Gespür mehr, dass Ethik wichtig sein könnte innerhalb einer Gesellschaft. Ganz allgemein Ethik, Sitte, ne? Aus philosophischer Sicht nennt man das Sitte. So, die Sitte, wie ist es eigentlich um die Sitte eines Volkes beschaffen? So, Heinrich Böll hat dafür ein Gespür, dass das durch Leute wie Konrad Adenauer nach der einen oder anderen Richtung hin verschoben werden kann, die ethischen Grundeinstellungen eines Volkes. Jetzt kommt das hier. Ich weiß nicht, ob die Hirten und Oberhirten der verschiedenen Konfessionen noch an ethischen Fragen interessiert sind. 1965 geschrieben. Aber sein könnte es ja. Der Böll ist in den 70er Jahren oder 80er Jahren aus der Kirche ausgetreten, aus der katholischen. Aber sein könnte es ja. Und dann könnte der Fall eintreten, dass Konrad Adenauers Erstling in die Kategorie der jugendgefährdenden Schriften eingereiht würde. Der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ist nach Meinung von Heinrich Böll jugendgefährdend. So, wollen wir noch irgendwie, muss ich noch weiter vorlesen? Es sei denn, eine solche Einübung in Materialismus, Opportunismus, Pragmatismus und Zynismus werde der Jugend sogar zur moralischen Aufrüstung empfohlen, denn natürlich rollen da im trägen Fluss dieser nicht etwa trockenen, sondern ganz und gar vertrockneten, armseligen Prosa Vokabeln mit wie, Zitat, christlich-abendländisch. Warum macht mir das Licht jetzt hier so einen blöden? Was ist denn jetzt schon wieder mit dem Licht? Warum jetzt plötzlich? Warte mal, machen wir kurz mal Stopp. Ja, ich merke gerade, dass ich mich in eine gewisse Aggressivität hier rein steigere, während ich Heinrich Böll, ich lese ja eigentlich nur Heinrich Böll vor, was ist denn das? Wie kann man denn da aggressiv werden? Aber ganz ehrlich, man muss sich ja auch klar machen, der Heinrich Böll war aggressiv. Ich meine, warum hat er denn den Linksterrorismus jetzt nicht befürwortet, aber doch sehr viele Verständnis für den Linksterrorismus der 68er-Bewegung gehabt? Ja. Und man kann ja von dieser Sicht, wenn man das alles sieht, was da für Blödsinn in der Geschichte war, dann kann man sehr viel Aggressivität haben. Ist sowieso merkwürdig, dass wir heute so wenig aggressiv sind, wenn wir gewisse Sachen machen, wobei ich natürlich jetzt nicht zur tagespolitischen Dingen Stellung nehmen will. Da finde ich manchmal Aggressivität überhaupt nicht, weil wir da fit kommen, da kommen wir noch nicht mal zu einem Konsens. Ich meine, über Konrad Adenauer kann man ja, naja, man merkt schon, ne? Es ist immer so, die Konstellationen werden immer so gemacht, dass wir niemals zu einem Konsens finden würden. Damals wäre es nicht zum Konsens gekommen. Der Heinrich Böll hat sich steht hier für eine Position völlig konträr zu der von Konrad Adenauer, aber Konsens gab es darüber nicht. Und das gibt es ja noch nicht mal heute wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Umso mehr die Geschichte weitergeht, umso weniger interessiert es die Leute. Und da gibt es ganz automatisch einen Konsens. Und ich glaube, der Konsens wird sich auf Heinrich Böll einigen und nicht auf ein Bejubeln von Konrad Adenauer und seiner komischen Politik. Wenn die CDU völlig in dem Orkus der Geschichte verschwunden ist, natürlich. So, und warum soll es nicht? Wer will CDU? Wer braucht die? Niemand. So. Also, hier christlich-abendländisch und christliche Ideale, ne, Zitat, das taucht immer wieder auf in den Lebenserinnerungen. Ich lese nochmal vor. Ne, also, es ist eine jugendgefährdende Schrift, diese Erinnerung von Konrad Adenauer. Es sei denn, eine solche Einübung in Materialismus, Opportunismus, Pragmatismus und Zynismus werde der Jugend sogar zur moralischen Aufrüstung empfohlen. Ne? Ja, das wäre Ethik, was der Konrad Adenauer verkörpern würde in seinen Erinnerungen. Denn natürlich rollen da im trägen Fluss dieser nicht etwa trockenen, sondern ganz und gar vertrockneten, armseligen Prosa-Vokabeln mit wie christlich-abendländisch und christliche Ideale, wie heute eigentlich. Ne? Muss man heute nur zur AfD rüberschauen, die tapferen, treuen, wie soll ich denn sagen, Gefolgsleute von Konrad Adenauer, möchte man ja manchmal sagen. Ne? Die finden ja Adenauerzeit toll. Die AfD, da gibt es, ich würde sagen, ich glaube, die Mehrheit in der Partei finden Adenauer super. Ne? Christlich bigott, dass es nur so aus beiden Ohren herausquillt. So.
Worin denn diese, so, versuchte aber, jetzt schön, 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 Heinrich Boll, der liest genau, versuchte aber ein jugendlicher Leser herauszubekommen, worin denn dieses christliche Abendland, woraus diese christlichen Ideale bestehen, er würde nicht viel mehr finden als Doppelpunkt. Privatbesitz, eine starke Armee, jenen zu verteidigen, nämlich den Privatbesitz, und nicht nur nicht Kommunist, sondern auch kein Sozialist zu sein. Das bedeutet christlich. Ne? Mag sein, dass manchen diese Magermilch der frommen Denkungsart genügt. Das ist Adenauer Zeit. Es lernt einer doch nie aus und erstrebt sich auch von mühseliger Lektüre Gewinn, schreibt Heinrich Böll. Nun, gelernt habe ich etwas. Der Einzige, der Adenauer nach 1945 gewachsen war, oh, jetzt wird es wieder ganz traurig, und ihm weiter entgegengewachsen wäre, war Kurt Schumacher. Und Kurt Schumacher, für den habe ich auch viele Sympathien, das muss ich echt sagen. Wenn man da sich ein bisschen beschäftigt hat, ne, will ich jetzt aber nicht weiter ausführen. Er starb. Karl Arnold war zu weich, kenne ich gar nicht. Gustav Heinemann zu redlich, zu protestantisch. Er kam gegen diese kölsch-katholisch-linksrheinische Kutzpe nicht an. Kutzpe. Auch Hermann Ehlers starb. Übrig geblieben sind die Synchronisierten, von denen ich noch sprechen werde. Dazu, zu den Synchronisierten gehört Franz Josef Strauß, nach Meinung von Heinrich Böll. Das ist die Nachwuchsgeneration nach Konrad Adenauer. Und die Faszinierten, und was sie betrifft, so schlage nur einer nach, was das lateinische Faszinum bedeutet, und er wird wissen. Naja, will ich nicht kommentieren. Wer das Buch ganz liest, wird manches mehr wissen. Er findet zum Beispiel schon auf Seite 13 der Einführung den bemerkenswerten Satz, Zitat Konrad Adenauer: Erfahrung kann eine Führerin des Handelns und des Denkens sein, die durch nichts zu ersetzen ist, auch nicht durch angeborenen Intellekt. Das gilt besonders für das Gebiet der Politik. Zitat Ende. Dieser Satz ist nicht nur in dem, was man seine Aussage nennen könnte, durch einen politisch völlig unerfahrenen Intellektuellen namens Wladimir Iljitsch Uljanow, also Lenin, der im Jahr 1917 in Petrograd Politik und Geschichte machte, nachdrücklich widerlegt, will ich mal nicht kommentieren. Der Satz ist auch in einem so ärmlichen Deutsch geschrieben, dass jeder Deutschlehrer würde lange zögern, ob Ausdruck für ein 5 plus noch reichen könnte. Ich traue mich sowas nicht zu sagen, aber weil das ist das, was das so schwer macht, diese Erinnerung zu lesen. Der Mann, man versackt in diesem Schlamm und Sumpf von Wortwust, wo überhaupt eigentlich nichts gesagt wird. Ja. Und wo die Sprache eigentlich schon ein Hinweis darauf sein könnte, das ist inhaltslos. Und ein solcher Satz steht da als eine der Hauptweisheiten in des Autors Einführung. Wenn Adenauer dann auf den Seiten 44 und 45 so umständlicher wie unzutreffenderweise Marxismus und Nationalsozialismus in einen, den materialistischen Topf wirft, unzutreffenderweise, wenn er der Sowjetunion ankreidet, sie habe kein Ethos, auch falsch. Sie hat ein Ethos, ja, das muss man sich alles mal klar machen. Natürlich hat die Sowjetunion ein Ethos. Vielleicht könnte ich mal ein bisschen näher ranrücken, ich sitze hier so weit weg. Oh. So. Eben, das sind so Sachen. Jetzt geht's weiter. Sie habe kein Ethos. So ist das einfach bourgeoise Blindheit. Gerade sozialistisches Pathos macht ja die Sowjetwirtschaft zu schaffen. Und die wahnwitzige Rassenideologie der Nazis hatte ihren Ursprung nicht im Materialismus, sondern in einem trüben Idealismus. Und auch hier hat Heinrich Böll recht. Trübe insofern, weil dieser Idealismus unglaublich leicht zu manipulieren war. Und sozusagen in Rassen, also in Überheblichkeit anderen Menschen gegenüber umzulenken war. Und, na klar, und in Ausrottungswünschen und solchen Geschichten. Er, Adenauer, ist es, der nicht den geringsten Sinn für Ethos hat. Und das ist bei dem Musterchristen
of the Western World. Immerhin erstaunlich. Und ich finde es erstaunlich, dass Heinrich Böll das noch erstaunlich findet. Wenn man einmal mal das verstanden hat, dann hat man es verstanden. Aber jetzt, Heinrich Böll knabbert an den Knochen noch rum. Ja. Wie kann das sein? Der Musterchrist der westlichen Welt, jugendgefährdend in seiner ganzen kaltschnäuzigen Unsittlichkeit, Sinn fürs politisch-pragmatische und für die Materialisierung ethisch angekränkelter Probleme hat er schon. Für das Pragmatische und für die Materialisierung ethisch angekränkelter Probleme. Oh, der Böll, der ist bösartig. Finde ich gut, dass nach dem eine Stiftung benannt ist in Deutschland. Seitdem ich dieses Buch hier lese, habe ich da ein Verständnis dafür, für die Heinrich-Böll-Stiftung, obwohl sie wahrscheinlich nicht immer so gute Sachen macht, wie Heinrich Böll manchmal gemacht hat. So, kein Zweifel ist möglich. Er war ein verflucht unbequemer Verhandlungspartner für die Westalliierten. Er wusste, deren Angst vor Stalin geschickt zu nutzen. Und außerdem war ihre Angst auch seine. Naja, das ist Kalter Krieg, ne? Das war vorgesehen. Ne? Das ist, ne? Erst Deutschland kaputt machen und dann die Ost- und Westeuropa gegeneinander hetzen. Das ist alles Strategie der Spannung, ne? So nennt man das. Muss ich hier, glaube ich, den Eingeweihten nicht mehr großartig erzählen. Das hatte natürlich Heinrich Böll auch noch nicht so verstanden. Heute hätte er es sicher verstanden. Ne? Aber dann fragt man sich wieder, die ganzen Linksintellektuellen die von heute, die in den Fußstapfen von Böll rumlaufen, die sind ja so zersplittert, dass ein Heinrich Böll mit einem gesunden Verständnis wahrscheinlich nicht, weiß nicht, ich kenne keinen Literatur-Nobelpreisträger, deutschen Linksintellektuellen, der so mal, sagen wir mal, die Strategie der Spannung verstehen würde. Also soweit, da sieht man mal, wie wir sind. Ja. Na gut, alles komische Gedanken, die einem hier beim Lesen durch den Kopf gehen. So, er hatte bei den harten Verhandlungen nicht nur kein schlechtes, sondern, wenn er es für richtig hielt, gar kein Gewissen. Zum Beispiel, wenn er McCloy und François Poncet, das ist der französische Außenminister oder irgend so einer Politiker, schon 1950 die Frage, ob denn wohl westdeutsche Polizisten gegen Ostdeutsche kämpfen würden, Zitat, aus voller Überzeugung mit einem Ja beantwortete. Und der Böll findet das scheiße, was der Adenauer macht. Ne? Ist also ein bisschen, ich glaube, heute kümmert das keine Sau mehr, ja? Dass wir Deutsche uns gegenseitig ermordet hätten, wenn es darauf angekommen wäre. Und Konrad Adenauer sagt dazu, ja, das machen die Deutschen. Und so einer hat unsere Epoche damals bestimmt die Grund-DNA der Bundesrepublik Deutschland bis heute mit. Ne? Angela Merkel sieht sich ja als Enkelin von Konrad Adenauer an und findet den ja auch toll. Findet ja die Bibel genauso toll wie Konrad Adenauer und so weiter. Ne? Das ist eigentlich der gleiche Geist, der durch diese gesamte CDU-Geschichte zieht und CSU-Geschichte. Dem Deutschland, das sich nie zwischen Ost und West entscheiden konnte, ist durch die Teilung diese Entscheidung abgenommen worden. Stellt sich einer, die inzwischen hochgerüstete Volksarmee neben der inzwischen hochgerüsteten Bundeswehr vor, dann sollte er sich, bevor er das Wort Wiedervereinigung ausspricht, erst einmal vorstellen, wer diese beiden Armeen je wieder abrüsten soll und wer sie gar wieder vereinigen möchte. Das ging ganz reibungslos. Ne? Man als Zeitgenosse denkt man manchmal gar nicht, wie leicht sich Stimmungen dann plötzlich ändern und dann geht das doch. Es geht, ja. Aber wir sollen erstmal so wahrnehmen, als ginge gar nichts mehr, als wäre alles verrammelt und zu und überhaupt unmöglich. Ja. Das war gewünscht, dass diese Wahrnehmung vorherrscht und man sieht ja, Heinrich Böll, der hatte diese Wahrnehmung. Das ist doch der zur Dauer erhobene Bürgerkriegswaffenstillstand für ein Land, dem auch die Entscheidung zwischen Kapitalismus und Sozialismus abgenommen wurde. Mir ging so durch den Kopf immer, wenn ich hier den Heinrich Böll jetzt lese, der Rudi Dutschke hat sehr ähnlich wie Heinrich Böll gedacht. Ne? Man merkt doch hier durch, dass der Heinrich Böll für die Wiedervereinigung ist. Und Rudi Dutschke war es auch. Das ist ja das, was sehr viele linke Leute von rechts, nee, wie sagt man, rechte Leute von links oder so, also diese vielen Leute, die in den 80er, 90er Jahren
vom links, von politisch linken Leuten zu politisch rechten wurden, die haben ja oft von den Lebenserinnerungen von Gretchen Dutschke ihren Ausgang genommen. Ne? Die haben bei Gretchen Dutschke, die hat ihre Lebenserinnerung, die Lebensgefährtin von Heinrich Dutschke, die Ehefrau und die Mutter seiner Kinder, hat ja eine tolle Lebenserinnerung geschrieben. Und da ging dann plötzlich erst hervor, wie stark sich Rudi Dutschke für die Wiedervereinigung eingesetzt hat. Und man spürt es eigentlich bei Heinrich Böll ganz genauso durch. Also das war ihm ein Anliegen, ja? SPD. Das ist ja 1965 geschrieben, das in den 70er, 80er Jahren ging das völlig verloren. Aber gut, gute Freunde hätten Adenauer abraten sollen, sich so zu publizieren. Ach nee, ich habe das Wichtigste noch nicht vorgelesen. Entdeckt einer dieses Adenauersche, aus voller Überzeugung ausgesprochene Ja, in seiner Erinnerung sogar, das muss man erstmal entdecken, ne? Dann wird er wohl wissen, wie schön es ist, Soldat zu sein, noch schöner ein deutscher Soldat zu sein, am allerschönsten überhaupt ein Deutscher zu sein. Gute Freunde hätten Adenauer abraten sollen, sich so zu publizieren. Ich meine, da muss ihm ja eigentlich dankbar sein für seine Ehrlichkeit. Ne? Der Adenauer war überhaupt kein unverfroren, ja, rotzt das den Deutschen ins Gesicht. Und die Deutschen interessiert das auch gar nicht. Die wählen weiter CDU. Gute Freunde hätten Adenauer abraten sollen, sich so zu publizieren. Seine Prosa eignet sich zwar für Auslassungen, aber nicht als Gedankenversteck. Allen Verschweigungen zum Trotz, mir offenbart sich in diesem Buch genug. Ich lese auf Seite 60, Zitat: Ein großer Teil meiner Parteifreunde war mit mir gegen eine zu starke Sozialisierung. Wie hübsch blüht doch so ein Zu in dieser Sprachwüste. Das ist, als fände einer in der Wüste Gobi plötzlich ein Gänseblümchen. Also er Bölf findet in der Wüste Gobi ein Gänseblümchen. Naja, weil man durchhört, natürlich, der Adenauer hatte innerparteiliche Gegner und die wollten Sozialisierung. Ne? Das ist, glaube ich, der Kaiser damals gewesen. Weiß gar nicht, wie er mit Vornamen hieß. Also es gab einen reformerischen Flügel innerhalb der CDU, der sehr viel bessere Politikansätze hatte als Adenauer. Ja, und aber Adenauer hat sich durchgesetzt. Ich lese eine Seite weiter, zitiert aus Punkt 10 des Wirtschaftsprogramms von irgendwelchen, das Ahlener Programm wahrscheinlich. Zitat, mäßiger Besitz, ich will das mal, das ist alles so ein bisschen polemisch und da kann man mal überschlagen. Ich glaube, den wesentlichen Punkt, jetzt kommt nochmal eine schöne Geschichte, ich überschlage hier mal eine Seite. Das liest sich alles. Habe ich hier noch irgendwas Wichtiges über das? Wer Sinn hat für eine bestimmte Art Humor, der mundfertig und manchmal ganz amüsant wirkt, geschrieben aber zu spießiger Nichtigkeit vertrocknet, findet auf Seite 82 und so weiter und so weiter. Ne? Also, so und jetzt geht's aber hier, jetzt kommt eine Geschichte, da habe ich vieles rot angestrichen, weil ich mir dachte, das ist ja, das kennt man ja irgendwoher. Also, doch des Lächelns Ende ist noch nicht gekommen. In pausenloser Witzigkeit geht es weiter in diesen Erinnerungen. Zitat. Ich ging dann zur Frage der Wahl des Bundespräsidenten über. Da die zweitstärkste Fraktion in der Regierung die FDP sein würde. Also jetzt geht es um die Grund-DNA der Bundesrepublik, wie die Bundesrepublik gegründet wurde. Und wie der erste Bundespräsident gewählt wurde, Theodor Heuss. Ne? Ich bin auf das Theodor-Heuss-Gymnasium gegangen, ja. Der Theodor Heuss ist ein toller Kerl. Also ich lese manchmal ganz gerne Bücher und Texte von ihm. Also als Schriftsteller war er gar nicht so schlecht, aber er hat Adolf Hitler, er hat dem Ermächtigungsgesetz 1933 zugestimmt als Reichstagsabgeordneter. Also was wir für eine komische Geschichte haben. Da die zweitstärkste Fraktion in der Regierung die FDP sein würde, schlug ich vor, Professor Heuss das Amt des Bundespräsidenten zu übertragen. Jemand fragte, Zitat innerhalb des Zitats, weiß denn Professor Heuss überhaupt schon von solchen Gedankengängen? Zitat Ende. Ich musste erwidern, dass ich leider bisher keine Zeit gehabt hätte, mit Professor Heuss zu sprechen. Wie mir Professor Heuss später berichtete, hatte er erst aus der Presse von diesem Vorhaben erfahren. So werden Bundespräsidenten gemacht. Jemand brachte das als Argument gegen Professor Heuss vor, jetzt weiter Erinnerung, Konrad Adenauer. Jemand brachte als Argument gegen Professor Heuss vor, er sei bekannt
Es sei bekannt, dass er nicht gerade kirchenfreundlich sei. Ich erwiderte diesem Herrn, Zitat, im Zitat von Konrad Adenauer, er hat eine sehr christlich denkende Frau, das genügt. Und jetzt Heinrich Böll dazu. Schon in der Differenz zwischen ein Amt antragen, was der angebrachte Ausdruck wäre, und ein Amt übertragen, verbirgt sich Adenauers Vorstellung von einer Demokratie, die ganz auf ihn zugeschnitten war. Und jetzt der wichtigste Satz. Dieser miese Unernst, der kaum einem Kegelclub anstünde, der das Pöstchen des zweiten Schriftführers besetzt, wird makaber, wenn ich mir das Foto ansehe, das diesen Bericht vorangesetzt ist. Adenauer empfängt aus der Hand dessen, dem er in diesem Stil das Amt des Bundespräsidenten übertrug, seine eigene Ernennungsurkunde zum Bundeskanzler. Da ist die Zeremonie zur Klamotte erniedrigt und es fehlt im Hintergrund nur noch der Kölner Männergesangsverein. Wohl dem, der wenigstens noch eine christlich denkende Frau hat. Seht euch nach christlich denkenden Frauen um, ihr jungen Leute, ihr könnt immer noch Bundespräsident werden, auch wenn ihr kirchenkritisch seid, damals. Das ist erst 10 Jahre her, da habe ich auf Facebook, ne, ich bin sehr viel unterwegs gewesen bei den Kirchenfreien, bei der Giordano-Bruno-Stiftung in ihrem Umfeld, und da habe ich erfahren, es gibt eine Facebook-Gruppe Laizisten in der SPD, und die wollten einen Arbeitskreis, also ne, kirchenkritische Leute, also Kirchenfreie in der SPD. Die SPD ist die Arbeiterbewegung. Die tiefste DNA der SPD ist kirchenfrei. Ja. Also die waren gegen die Kirche. So, und es war vor 10 Jahren, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war es unmöglich, innerhalb der SPD einen offiziellen Arbeitskreis der Laizisten zu gründen. Daran sieht man, wie stark die Kirche vor 10 Jahren innerhalb der SPD war. Und dann braucht man sich auch nicht mehr so wundern, warum die SPD heute überhaupt nichts mehr auf die Reihe bringt. Na gut, und so weiter. So, gut. Offenbar ist dieser Stil mauziger Grielecherei, weiß nicht, was das ist, erhalten geblieben. Diese unernste Art, mit Macht umzugehen, solche zu vergeben. Ehrenwerte Minister wie Lemmer erfahren nicht aus dem Mund ihres Kabinettschefs, sie erfahren am Fernsehschirm, dass sie nicht mehr Minister sind. So, Hinterlist und Niedertracht, das zweite Motiv, das mir, also was er in diesen Erinnerungen findet, Hinterlist und Niedertracht, Verachtung unserer Sprache, ich lese mal nur noch vor, ich habe jetzt genug. Die SPD so lange zu verhöhnen, bis sie sich selbst aufgibt, das ist Konrad Adenauer. Was hat es genutzt, die Angst Westeuropas vor den Deutschen mit nicht einmal so großem Erfolg zu beschwichtigen, indem man die Angst vor den Russen schürte? Das ist ein Satz, da muss man sich überlegen, was will er mir da sagen? Ja, ist tatsächlich so, ne? In den 30er Jahren hat man Angst vor den Deutschen geschürt innerhalb von Westeuropa. Und diese Angst gegen die Deutschen wurde ersetzt durch die Angst vor den Russen. Aber immer Angst. Also der Herr Böll ist da schon dicht dran an der Erkenntnis, dass in der Politik sehr viel mit Strategie der Spannung gearbeitet wird. Was ich am allerwenigsten begreife, dass je irgendeiner irgendetwas an Adenauers Gedanken christlich finden und als solches empfehlen konnte. Das kann man auch offen lassen. Vielleicht ist das das Wesen des Christentums, dieser Materialismus und so weiter. Aber das wollen wir jetzt alles gar nicht tiefer gehen analysieren. Ich habe, glaube ich, genug charakterisiert. Ich wollte noch sagen, also wie da dieser miese Unernst, der einem Kegelclub anstünde, das erinnerte mich an eigene biografische. Ich war mal in irgendwelchen Vereinssitzungen mit dabei, wo so total schnoddrig, bajuwarisch, lapidar über eigentlich wichtige Dinge geredet wurde. Also es ging eigentlich um ernsthafte Sachen, aber dieser schnoddrige Ton hat mich total abgestoßen. Ich habe mich nie wieder in diesen Menschenkreis begeben und ich habe auch seither mit solchen Leuten immer nur schlechte Erfahrungen gesammelt. Und da sage ich mir, ja, das ist die gleiche Lobby. Das ist die gleiche Lobby, obwohl diese Leute gar nicht so getan haben, als wären sie Christen. Naja, also man muss mal so ein bisschen auf den Tonfall und die Art
achten, wie Leute bestimmte Dinge behandeln. Und ich meine, wie kommt denn so ein unernster Ton zustande? Wie kommt es zustande, dass der Konrad Adenauer so komische Gespräche führt? Das ist doch so, im Hintergrund ist schon längst entschieden gewesen, wer Minister wird, wer Bundespräsident wird. Das hat auch Konrad Adenauer nicht entschieden. Das haben irgendwelche Leute im Hintergrund entschieden. Ne? Beichtväter oder weiß der Teufel, wer das, irgendwelche Thinktanks haben das entschieden. So, und Konrad Adenauer ist hier nur billige Marionette. Und sowas kommt dann raus, wenn man billige Marionette ist, ja, dann kommen so komische, blöd, doofe Gespräche raus. So, habe ich euch genug gesagt über Konrad Adenauer? Habt ihr was dazu gelernt? Ich muss sagen, ich habe durch diesen kleinen Aufsatz, also jetzt ist Konrad Adenauer für mich griffig, muss ich echt sagen. Noch nicht mal Henning Köhler. Bei Henning Köhler habe ich mich so, der Henning Köhler war total aufsässig, weil bis dahin, bis zu seiner Zeit, gab es nur so verehrende Biografien über Konrad Adenauer, wo überhaupt keine Kritik geäußert wurde. Und der Henning Köhler kam sich schon super toll vor, wenn er da überhaupt mal ein bisschen, dabei hätte er doch nur Heinrich Böll lesen müssen, weiß ich gar nicht. Also da, mit diesem Heinrich Böll hier, ist für mich das meiste gesagt zu Konrad Adenauer. Was will man, also wenn man so schlechtes Deutsch allein, wenn man das den Deutschen so hinrotzt, seine Erinnerungen, ja, sich überhaupt keine Mühe dabei gibt, ja. So, komisches Video, ich weiß, gehört eigentlich gar nicht so richtig schön, das ist eigentlich kein Wissenschaftsvideo, ich weiß. Aber was denn? Nee, es ist Zeitgeschichte, natürlich. Und das ist ein zeitgeschichtliches Dokument. Diese Besprechung von Heinrich Böll ist ein zeitgeschichtliches Dokument. Es ist immerhin, wenige Jahre später ist er ein Literatur-Nobelpreisträger gewesen. Und ein solcher darf die Erinnerungen des bedeutendsten Politikers seiner Zeit in Deutschland, darf er vom Standpunkt des Schriftstellers mal bewerten. Und diese Bewertung fällt vernichtend aus. Nicht nur vom Standpunkt des Schriftstellers, sondern auch vom Standpunkt des politisch denkenden Menschen und dessen, der an Ethos und Sittlichkeit interessiert ist. So, dass er an Ethos und Sittlichkeit interessiert war, der Heinrich Böll, hat man ja auch an der Behandlung der Schrift von Tacitus gesehen. Ne? So, also, ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss.